Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Infection Free Zone. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass wir hier, was habt ihr für ein Pickup? Ich weiß es gar nicht, aber wir werden hoffentlich ein Pickup haben in dem Fall. Dass es Vollmond ist, bedeutet, die Nacht passiert ja gar nichts. Bedeutet, die Leute kriegen von mir jetzt Aufgaben, dass sie jetzt gleich losfahren können. Ein paar werden wieder ein paar kleine Gebiete durchsuchen. Ein paar wieder ein bisschen was Größeres. Die kriegen den Händen zum Beispiel jetzt so. Und dann let's do this. Alle mit ihren Autos wieder los und dann geht der Tag gleich auch eben los. Die Mauern zu bauen ist halt brutal anstrengend, heftig. Wir sind dran in der Mauer, wir sind zwei an der Mauer. Aber wenn die am Ende auch so gut hält, wie ich es hoffe, wäre es natürlich schön. Der ist schon beim zweiten Gebäude. Search done. Going there. Receive it. No more to find. Let's do it. Let's do it. Good. Going there. Dann machst du noch das hier. On my way. Ah, das ist eine Schrotflintentruppe. There's nothing left. Building complete. Das haben wir fertig gebaut. Ein Stück Mauer wieder. Going there. Going there. We're on the move. There's nothing left. Rückzug des Squads bitte. All squads, return to base. Schauen wir, was heute unsere Ausbeute ist. Oh, wir haben 100 Nahrung mittlerweile und 10 Pistolen auf Lager. Alter, ist das übel. Forschung geht dafür auch relativ flott mittlerweile voran. Unsere Küche scheint aber nur nicht ganz zu laufen, bis jetzt habe ich das Gefühl. Naja. Ja, ich weiß jetzt nicht, was wir großartig noch weitermachen können. Also wir können weiter natürlich forschen. Und die ganzen Sachen hier holen fortschrittlich Metallarbeit. Das ist doch, glaube ich, relativ neu. Das ist mit dem Update gekommen. Symmetrische Arbeiten und Schutzausrüstung, da können wir genau, da können wir dann, okay, da können wir uns eigene Mauern, eigene Rüstung dann bauen. Polymer-Armor könnten wir jetzt hier bauen, die muss auch neu sein, die habe ich noch vorne nicht gesehen. Wettervorhersage brauchen wir nicht unbedingt, denke ich, und Medizin, also, es gibt nicht wirklich viel, glaube ich, gerade, ups, was ist denn das? Wo bin ich denn da hingekommen? Okay, wie kriege ich dich wieder zu? Okay. Also es gibt leider nicht mehr wirklich viel zu machen in dem Spiel. Deswegen würde ich sagen, lass uns noch die nächste Zeit ein bisschen anschauen, was passiert. Vielleicht kommt nochmal eine Welle in der Folge. Aber ansonsten wäre es das fürs Erste. Wir schicken morgen mal alle in so externe Gebiete. Wie schlau das ist, I don't know. Dann lassen wir die doch einfach mal machen. Schauen wir, ob wir es überleben. 4 von 4 Truppen. Es ist halt aktuell eher so... Oh, da ist eine Enemy Group gewesen. Okay. Eingehend übertragen. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Okay, schick sie rein, Anruf bindet. Okay. Ja, es wird ein bisschen überarbeitet, wie es ausschaut. So, jetzt würde mich interessieren, wo kommen die Leute her? Das sind ja wahrscheinlich die hier, oder? Ne, hier ist noch eine Truppe. Eingehend übertragen. Sir, we've encountered a group of people. Ah, sind beide. Send them in. Akzeptieren. Swarm incoming. Get ready. Swarm? Was? Oh, hier. Wait, warum sehe ich noch, wenn man hier was?
Ein Swarm, okay, das wäre natürlich. Geschätzte Anzahl als Infizierte 200, holy shit. Das braucht echt lange. Die Mauern werden ja auch Stück für Stück nur fertiggestellt. Das dauert halt Ewigkeiten. Mal schauen, was noch passiert jetzt. No ammo. Warum keine Muni? Wir hatten so viel auf Lager. Warum nimmst du denn keine mit? Construction complete. Müsste ein Mauerstück gewesen sein wieder. Wenn hier neue Leute kommen, die können gleich sich wieder ein Mauerstück machen. Wir brauchen Leute für die Mauer. Du kriegst gleich den Abschnitt zugewiesen. Der Abschnitt ist nicht ganz voll. Schade, Mann. Oh, jetzt gehen sie schlafen. Ernsthaft? Hier sind alle schon zugeteilt. Hier ist keiner zugeteilt. Schade, kriegst du denn? Und hier kriegst du Zuweisung. Ernsthaft? We've lost some people, close and dear. We want to mourn them and give them a proper burial. We cannot do this at night, so we should give our workers and squads some time off. Let us have a moment to pay our respects. All right, let's honor the fall. Okay, das ist neu. It means a lot to all of us. Warning nearby! Man the stations! Wo? Bei uns jetzt. Ich hätte sie da rausziehen müssen wahrscheinlich. Jetzt habe ich da AKs verloren. Fuck. They're trying to get inside. Wait. What the fuck? They're trying to get inside. What is happening? Alter, wie, als ob das geplant wäre? Der Riese ist einfach durchgelaufen. Da kommen jetzt nur Hunde. Actual fuck. Okay, das war ein Abschluss. Holy motherfuckers. Genauso wie der Button neu ist, dass ich alles wieder repariere. Construction complete. Construction ready. Building work done. Building complete. Construction ready. Holy shit. Also das Spiel rammt langsam sozusagen hoch, um Spannung aufzubauen, würde ich mal sagen. Aber holy shit, okay. Es war schon nicht schlecht, was jetzt passiert ist. Ich lasse mal die ganzen Leute jetzt hier drin. Bitte da drüben im Haus, das ist das Haus. Das ist die Hütte, was auch immer in der Nacht passiert jetzt, werden wir sehen. Also in der Nacht, wo nichts passiert, okay. Aber dann würde ich sagen, passt es auch für jetzt. Ich würde sagen, das war's fürs Erste von Infection Free Zone. Vielleicht kommt in der Zukunft noch ein spannendes Update, wo du mehr machen kannst, vielleicht auch selber Häuser bauen kannst, weil das ist, was mich noch so ein bisschen stört, dass du nicht selber Häuser bauen kannst. Du bist halt reliant auf Gebäude, die du in der Nähe hast. Gleichzeitig solltest du aber auch die Ressourcen draus ziehen, damit du Sachen bauen kannst. Ist ein Geben und Nehmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn es sein müsste, würde ich ein Unterstandenhaus selber bauen. Am Ende. Ne?
Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Send them in. Zwei Gruppchen, die da reinkommen noch. Auch wieder einige Leute. Ich werde den Spielstand auf jeden Fall privat weiterspielen, vielleicht auch mal in dem Stream noch ein bisschen weitermachen, aber ich werde zwischendurch, denke ich, auf jeden Fall weitermachen. Jetzt sind 130 Leute, holy shit. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge und für diese Serie. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.